So, komm mal. Ja. Moin Jungs, moin Mädels. Hallo liebe Bosfoodies. Es ist wieder soweit. Ein neuer Tag, neues Glück. Tag 22. 22. Es neigt sich dem Ende entgegen, Leute. Heute probieren wir wieder einen Rum aus diesem fantastischen Kalender. 24 Days of Rum. Aber... Beim ersten Mal habt ihr noch gelacht, als ich Rum gesagt habe. Nee, du hast was anderes gesagt. Während der Ruben an dem Kalender... Noch drei Stück? Ja. Traurig. Den müssen wir so zusammen öffnen. Ja. Du reißt auch sowieso wieder oben die Schachtel auf. Bin ich eigentlich... Ja, okay, ich mache jetzt mal fünf weiter, aber... Habe ich nicht gerade schon aufgemacht? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich kann in der Zeit erzählen, ich habe diese tolle Flasche vor mir. Ich glaube, wir brauchen auch einen kleinen Break. Ja. Die habe ich eben aufgemacht, noch eben gestern, mit anderen Worten. Wir spülen auch einmal durch. Ölmust. Der ist natürlich so süß, der zieht uns jetzt natürlich wieder den die Socken aus. Geschnacksnerven zu. Gestern wurde geraucht in der Folge übrigens. Heute hat Lena das untersagt. Ja. Hat natürlich die Berufsgenossenschaft eingeschaltet und gesagt, dass Rauchen in geschlossenen Räumen nicht mehr erlaubt ist. Nicht mehr zeitgemäß. Da hat sie natürlich recht. Jetzt müssen wir dich aber einblenden, so als Helmbehaart eigentlich. Soll ich kurz Handyvideo machen? Das riecht tatsächlich sehr nach Spülmittel gerade. Ist interessant, wie die Gläserform den Geruch beeinflussen kann. Kannst du dich mal testen lassen? Ich hab mal ein Altbier, ein ganz normales Altbier, aus einem Weinglas getrunken. Und das hat noch viel köstlicher geschmeckt, als es ohnehin schon geschmeckt hat. Aber du hast ganz andere Sachen gerochen. Ich habe die immer nur aus der Flasche getrunken. Das hast du doch schon mal in deinem Podcast erzählt, oder? Also wir wissen ja, dass es köstlich ist zum Glück. Mhm. Köstlich. Ich habe davon eine ganze Palette zu Hause, habe ich mir gekauft hier. Es ist übrigens eine Weihnachtslimonade aus Schweden, ja. Nicht aus Spanien, aus Schweden. Wissen die wenigsten. Und das ist wirklich köstlich. Absolut köstlich. Selbst kellerkalt. Es ist ja so auf Malzbierbasis, aber da ist so viel Sirup drin, es schmeckt so ein bisschen wie so eine Vanilla Coke. Ja. Nur dieses Schlimme von dieser Vanilla Coke ist nicht dabei. Nee, Vanilla Coke ist das Köstlichste, was es gibt. Aber es ist zu viel Vanille drin. Das ist halt, da ist ja keine echte Vanille drin offensichtlich. Da haben was? Wir haben ja diesen Biber-Arsch reingemacht und davon haben wir es einfach zu viel reingemacht. Biber-Arsch. Robert ist jetzt so entschlossen, auf meiner Kindheit rumzutrampeln. Ich nehme auch noch einen Schluck. Wenn du da jetzt, da könntest du jetzt auch so eine Locke Softeis oben drauf machen. Das ist das denn effektiv eigentlich schon Folge Vanille 22 Soft-Eis. Oder machen wir hier Sonderfolge Julius? Nee, das ist 22. Okay. Der ist köstlich. Ja. Was schmeckst du? Okay. Bisschen rauchig. Also man Freilandmuseum. Es ist, wie du schon sagst, natürlich ohne Ende Zucker drin, aber es ist auch ein bisschen, es hat so eine Bitterkeit, es ist so ein bisschen hopfenbitter. Schon sehr süß einfach, ne? Ich mag's. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, was effektiv an Gewürzen drin ist. Du hast ja schon mal einen leckeren Hopfen und Malz. Leckeren Cocktail, Lockendrink, was war's? Ja, Cocktail. Leckeren ich weiß gar Cocktail, nicht mehr was. Also. Mit Orangen, mit Mandarinensaft, glaube ich. Und Rum. Auch noch. Köstlich. Und Julmust, lecker. Ja, wir haben ja hier einen Rum. Wir haben hier jetzt heute den... Müssen das mal ausspülen. Ich gehe das mal ausspülen. Du machst mal weiter, ne? Rum veut agricole. Hey. Rum agricole. Cantaloupe. Das Stativ stand hier gestern fast auf dem Tisch. Hier, schön. Der sieht, muss ich jetzt immer ehrlich sagen... Wer sich mit römischen Zahlen auskennt, weiß auf aged wie viele Jahre. Nee, das heißt, das ist eine Abkürzung, das heißt very old tatsächlich. Okay. Ich dachte noch extra very old, extra special. Ich dachte tatsächlich, das wäre hier very special old. Römische Ziffern. Extra special very. Genau. Very wirklich? Old, wirklich so? Ja, aged very old rum. VSOP. Aged rum very old. Heißt das so? Also die haben das, wie heißt nochmal das Verfahren? Was bei Cognac ist das auch übrigens, ja. Das Verfahren, was du vorgestellt hast, wo die immer den ältesten rum und dann... Solera, ja. Die haben das so oft gemacht, die wissen gar nicht mehr, wie alt es ist. Und deswegen ist der einfach nur very old. Wie heißt der denn? Das hab ich wieder vergessen. Du kannst doch Französisch. Rum vieux. Du warst doch mal... Agricole. Im Urlaub. Ich hab mal vor einem französischen Restaurant gestanden, tatsächlich. Da habe ich auch Französisch geträumt. Das sind auch die Besten, ne? Ich bin hier Stammgast, nur weil die dreimal im Jahr vorbeilaufen. Also. Aus Guadeloupe. Da habe ich mal eine Dokumentation drüber gesehen. Von der Süddeutschen Zeitung. War sehr interessant. Ich kann mich an gar nichts erinnern, tatsächlich. Aber es war sehr interessant. Kann ja nicht so interessant gewesen sein. 42% Alkohol. Genau. 42? 42. Ich probiere mal. Ich habe schon probiert.
Ja, so ein bisschen. Ja, sag mal, ich tobere nicht ständig. Nee, ist okay. Sehr jodig wieder. Ja. So ein bisschen mineralisch, finde ich. Mineralisch eher. Hast du recht. Würzig, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das... Im gesamten Mundraum spielt sich was ab, auf jeden Fall. Das ist anders als andere Rum-Alkohol. Ein kleines Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Der Gefühle. Eine Kreuzfahrt des guten Geschmacks. Wir haben... Das wäre so... Ich glaube, während ich spreche, merke ich schon... Ich glaube, da kannst du so einen guten... Vielleicht kannst du daraus so einen guten Aperitif-Cocktail machen. Weil ich habe sofort Speichelfluss ohne Ende, ne? Also nicht durch diese Mineralität, dass mach mal jetzt, ich habe noch ein bisschen... Machst du jetzt mal einen kleinen... Machen wir hier einen kleinen Aperitif-Cocktail. Ich weiß nicht, ob man so zuckersüße Malzgeschichten... Achso, du hast ja extra ausgespült. Was? Hab ich? Das Witzige ist, wenn man das vermischt mit dem Julmus, schmeckt es einfach wie Jackie Cola, ne? Haben wir auch nichts mehr, ne? Hier ist sie. Doch, das ist wirklich... Gut, da muss jetzt ein Tropfen Julmus drauf. Also dann, wenn man das mischt, dann schmeckt es wie Rum-Cola. Jackie ist aber Whisky. Ja, ich weiß. Aber... Ja, tatsächlich. Okay, das tut mir leid. Kleine Werbung am Rande. Ja, was kriegt er denn? Der gute Rum. Deswegen geht das für mich immer eher in die Cola-Richtung, aber auf Malzbier-Basis, ne? Ja, ich weiß nicht. Rootbier. Rootbier ist mein. Aber ist das ein Rootbier? Ja. Auch? Ja? Ich würde sagen, es schmeckt wie so ein Rootbier so ein bisschen. Rumwe? Ja, Rum-V. Very old. Very old Rum? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Der kommt ja aus Guadeloupe, wie wir jetzt wissen. 3 Sterne kriegt er von mir. Wo kommen wir nochmal her? Guadeloupe. Aha. Guadeloupe. Sag mal. Da habe ich die Dokumentation gesehen. War toll. Spannend. Das ist auch da. Auf jeden Fall. Ehemals französische. Ist auch so Südamerika. Nach dem ganzen Schneiden und Recherchieren und Karte raussuchen, habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit, wo die ganzen Rumme herkommen. Wir schneiden das so zusammen, dass das alles passt, dass es so das klingt, als wären wir schlau. Würde ich sagen. Nein, das mache ich ja gar nicht. Ich habe kaum Schnitte drin hier. Ich lasse es einfach so, weil der Entertainment-Faktor steht weit oben. Tasting Notes? Das ist ja immer wichtig. Ne? Da könnt ihr alles reinschreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Kleines Tagebuch. Wie viel hat er denn bekommen? Ihr könnt es aber auch nutzen, um diese Rums einzutragen und die Sterne zu vergeben. Und am Ende könnt ihr gucken, was war euer Lieblingsrum. Dann könnt ihr natürlich, so wie wir das auch vorhaben, die Top 5 einfach nochmal verkosten. Vielleicht. Wow, alle, die 5 Sterne haben, oder? Nee, die Top 5, also die besten Bewertungen. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es eine kleine Stichwahl. Ich habe schon 5 mit 5 Sternen. Du hast 5 mit 5 Sternen? Ja. Ich habe 2 mit 5 Sternen. Tja, ihr Lieben. Ich bin da nicht so. Morgen ist der vorletzte Tag. Morgen ist 23. Geht auf Weihnachten zu. Was machen wir denn? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten für einen Rum trinken wollen würdet. Müsst. Und sagt uns mal, ob ihr das hier schon probiert habt und wie ihr das findet. Und das ob ihr ist köstlich. Und mit was ihr das vergleichen würdet, wenn ihr das jemandem zeigen müsstet, der noch nie sowas getrunken hat. Ja. So. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Bleibt uns gewogen. Ciao mit. Und fahren.